Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Persona 4 Golden, heute Episode 10. Wir stehen hier noch in der TV-Welt, hatten in der letzten Folge ja den Dungeon nochmal durchgespielt und den etwas härteren Boss da drin besiegt. Und ja, wir sind jetzt hier soweit fertig. Können auch hier, glaube ich, jetzt gar nichts mehr machen, ne? Gespeichert haben wir. Was willst du heute tun? Ich weiß nicht, können wir hier sonst noch was? Ich habe es dir zu verdanken, dass ich hier bin, oder? Ich will mich bei dir bedanken. Ja, wir können nur noch mal zur Burg gehen, aber gut. Nicht mehr erkunden. Wenn du die Erkundung beendest und die TV-Welt verlässt, wird es automatisch nachts. Wenn du dich zu Hause ausruhst, regenerieren sich deine TP und SP komplett. Zurück nach Hause gehen? Ja, bitte. Wir sehen uns später. Ja, wir können auch sonst nichts mehr machen. Klar, wir hätten jetzt hier noch mal ein bisschen im Dungeon rumrennen können. Aber das bringt ja nichts. Ja, wir haben den zweiten Boss besiegt. Das Einzige, was wir da machen können, ist noch mal ein bisschen Gegenstände farmen und Geld. Aber ja, so. Willkommen zurück. Nanako ist zu Hause. Dojima ist wieder nicht da. Ferien, ich freue mich schon so. Ja, wir freuen uns auch, Nanako. Haben wir was im Kühlschrank? Nö. Ich glaube, rausgehen können wir auch nicht mehr, weil wir, genau, wir sind zu erschöpft von der Erkundung. Du bist müde von der Erkundung im Fernseher. Du hast entschieden, ein andermal zu lesen. Ach komm, ey, wir sind jung. Ja, die Jugend von heute, die hält echt nichts mehr aus. Welche Sendung willst du sehen? Midnight Channel? Auf dem Bildschirm ist nichts zu sehen. Midnight Channel sendet nur an Regentagen. Okay. Ja, wir können auch nicht mal arbeiten. Wir können echt nur ins Bett gehen, ne? Wenn du hier lernst, könnte sich dein Wissen erhöhen. Du bist müde von der Erkundung. Ja. Na denn. Der Futon wurde vorbereitet. Wenn die Zeit bis zum nächsten Tag verstreichen soll, schlaf auf dem Futon. Vielleicht träumst du etwas. Schlafen gehen? Jo. Was sollen wir sonst machen? Du hast geträumt. Ist das mit den Träumen? War das damals auch schon so? Das sagt mir jetzt gar nichts. Du hast geträumt, dass du und Yosuke Luchador-Masken tragen und ringt. Deine Beziehung zu Yosuke hat sich vertieft. Aha. Aha. Es regnet. Oh. Guten Morgen. Es regnet, aber höchstens bis zum Einbruch der Dunkelheit. Immer wenn es geregnet hat, während ich dort drüben war, musst du wohl... Oh, tut mir leid, ich wollte die Stimmung nicht drücken. Ach ja, morgen beginnt die Golden Week, oder? Hast du was vor? Wir machen einen Familienausflug. Verstehe. Ist sicher nicht einfach. Aber immerhin soll der Himmel die ganze Woche über wolkenlos sein. Es wäre schön, wenn alles so friedlich bleiben würde. Aber noch ist das Rätsel nicht gelöst. Vielleicht sollten wir ab und zu mal rübergehen, um stärker zu werden. Ich höre jede Menge Geplapper über die Golden Week. Vergesst aber nicht, dass ihr in erster Linie Schüler seid. Ihr habt die Pflicht zu lernen. Zum Rumalbern habt ihr keine Zeit. Kapiert? Merkt euch gefälligst die Bedeutung von Freiheit. Verwechselt das nicht mit einem Leben ohne Verantwortung. Schon Pythagoras sagte, sobald Menschen Gesetze brauchen, taugen sie nicht mehr für die Freiheit. Weiter im Text. Zwischenprüfung nächste Woche. Die Ergebnisse werden veröffentlicht, um Versager zu beschämen. Wenn ihr euch nicht schämen wollt, lernt fleißig, so einfach ist das. Schneidet gut ab und wer weiß, vielleicht werdet ihr beliebter. Ihr wisst ja, Beliebtheit führt zu Vertrautheit. Außerdem verbessert sich mein Ruf, beide Seiten gewinnen, Leute. Wie gesagt, lernt fleißig. Du hast dir den Vortrag aufmerksam angehört. Dein Wissen hat sich erhöht. Okay. Ja, da hat uns das Geschwafel von Morooka was gebracht. Der Unterricht ist für heute vorbei. Ob wieder jemand im Midnight Channel erscheint, dir bleibt keine andere Wahl, als auf die nächste Regennacht zu warten. So. Wir haben hier eine neue Quest. Das Mädchen meinte, dass die Kulturclubs neue Mitglieder suchen. Sie war im Theaterclub, aber sie wollte dafür sorgen, dass die Leute auch anderen Clubs beitreten. Im Lehrerzimmer erfährst du sicher mehr darüber. Aber dafür musst du mit Herrn Morooka reden, der staucht dich sicher nur zusammen. Warum ist es nur so schwer, einem Club beizutreten? Ich muss dich was fragen. Ist das okay? Na klar, um was geht es? In letzter Zeit konnte ich nicht schlafen. Mir machen so viele Dinge da draußen Angst. Aber wenn ich einen Glücksbringer hätte,
würde ich mich endlich beruhigen, glaube ich. Eine Engelsfigur oder so, die könnte mich beschützen. Ein Großstadtkind wie du weiß bestimmt, wo man sowas herbekommt, oder? Natürlich zeige ich mich dafür erkenntlich. Willst du meinen alten Glücksbringer dafür? Ist ein Schlüssel. Ich weiß nicht, wofür der Schlüssel ist, aber er könnte viel wert sein. Ich halte die Augen offen. Was, wirklich? Gott sei Dank, dann überlasse ich dir das. Auftrag angenommen, 04, beschaffe eine Engelsfigur. Die bekommen wir sicherlich in den Dungeons, ja, wo sonst. Aber ich glaube, haben wir sowas schon? Nee, ne? Nö. Gut. So, Chi, was sitzt du hier rum? Der Unterricht ist vorbei. Oh, guck mal, was sie für eine ungesunde Körperhaltung hat. Ne? Dafür, dass sie eigentlich so viel Sport macht und so. Oh, Uniko. Ich bin ja so froh, dass es Yukiko gut geht. Gott sei Dank haben wir sie da rausgeholt. Oh, du willst mit ihr reden? Ich glaube, sie ist gerade im Erdgeschoss des Schulgebäudes. Aber der Test... Ah, Uniko, hast du heute Zeit? Vielleicht können wir zusammen lernen. Oder auch nicht. Jetzt bin ich so ein bisschen überfallen hier, ne? Wenn ich jetzt nicht zusammen lernen nehme, kann ich dann trotzdem noch hinterher mit ihr zusammen lernen? Und wenn ich zusammen lernen nehme, lernen wir dann jetzt gleich? Oder habe ich noch die Chance, hier durch die Schule zu wandern und zu gucken, ob noch jemand eine Aufgabe hat? Das ist immer... Das ist immer blöd. Ich will mich nicht gleich sofort festlegen hier. Ach, Mann. War ja klar. Okay, also wir können jederzeit... Yo! Hey, Uniko. Mann, schon wieder dieses Ekelwetter, was? Ich hasse es, wenn sie die Prüfungsergebnisse aushängen und man fühlt sich so dumm, wenn man ganz unten steht. Aber jeder bewundert die Leute, die ganz oben auf der Liste stehen. Vielleicht hat man engere Freunde, wenn man beliebter ist. Lernst du? Wollen wir zusammen lernen? Ja, ich werde definitiv lernen. Aber wie gesagt, erst möchte ich hier mal gucken, was wir noch so für Aufgaben bekommen. Hier ist nämlich auch eine Quest. Entschuldige, hast du kurz Zeit? Ich möchte gern im Auftrag des Geheimbundes mit dir reden. Oder dem Okkultclub, wenn dir das lieber ist. Ein Schüler deines Formats weiß sicherlich die dunklen Künste zu schätzen. Ja klar. Ich wusste es, wie es vorhergesagt war. Möchtest du vielleicht deine Zukunft geweissagt bekommen? Nein, das würde zu weit gehen. Jedenfalls wollte ich gerade zur Sache kommen. Ich hätte gern ein wirklich, wirklich dunkles Ornament für unseren Club. Ein bleibender erster Eindruck ist schließlich ausschlaggebend. 80% unserer Entscheidungen hängen davon ab. Du musst zu einer alten Burg reisen, wo du nach der finstersten Dämonenfigur überhaupt suchst. Sie müsste ins Auge stechen. Aber es ist einfacher, wenn du nach einer Art Magier Ausschau hältst. Das würde unseren Ansprüchen bestens genügen. Was meinst du? Du kannst das doch auftreiben, oder? Selbstverständlich erhältst du eine Belohnung. Mal sehen. Ich habe diverse Sachen, die die Gesundheit wiederherstellen. Du verstehst, was ich meine? Das kriege ich hin. Ja, dann ist alles, wie es vorhergesagt wurde. Vielen Dank, du wirst hübsch entlohnt werden. Auch das bekommen wir irgendwo in einem Dungeon. Ganz klar. So. Ich meine, es regnet ja draußen. Das heißt, wir können in der Stadt, glaube ich, nicht wirklich was machen, außer mal gucken, ob es da Bücher gibt, neue, ne? Ich weiß jetzt auch gar nicht, wenn wir in die Stadt gehen, können wir dann nochmal in die Schule zurückkehren oder sind die dann alle schon weg? Oh. Yukiko. Du möchtest bestimmt auch lernen, oder? Oh, Uniko. Die Schule macht Spaß. Ich habe mich mal umgesehen. Das habe ich nur euch zu verdanken. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Yukiko trägt ein Lächeln auf dem Gesicht, aber sie scheint sich nicht so richtig wohlzufühlen. Du musst wohl auf eine passende Gelegenheit warten, damit ihr euch näher kommen könnt. Okay. Die Schule verlassen. Ja. Jetzt gucke ich mal. Gut, wir können jederzeit wieder zurück. Sehr schön. Dann gehen wir mal kurz in die Stadt. Ich gucke, ob ich im Shoppingviertel noch was bekomme hier. Wir können auch gleich ein paar Materialien wieder verscherbeln. Bücher haben wir alle. Willkommen, ganz schön verregnet heute. An Regentagen wie diesen ist mein Schmiedeherz etwas weniger empfänglich. Wo sind die seltenen Materialien?
Dann wollen wir mal. Leichtes Eisen. Magisches Kreuz. Oh, das ist magisches Kreuz. Habe ich recht? Damit könnte ich für dich... Warte bitte einen Moment. Bezaubernde Robe wurde aus... wurde der Verkaufsliste hinzugefügt. So, weiches Metall, ja. Oh, das ist weiches Metall. Naja, ihr kennt den Rest. Eisen 5 wurde der Verkaufsliste hinzugefügt. Großer Nagezahn. Oh, das ist Giftblume, habe ich recht? Giftkunai wurde der Verkaufsliste hinzugefügt. Oh, hartes Horn. Schildstiefel. Bartha, ja, gut erkannt. Kugelsichere Weste. Federband. Ah ja. Goldenes Gewebe, warte bitte einen Moment. Lai Katana. Oder Iai Katana war das, glaube ich, ne? Gut. Jetzt haben wir ja wieder jede Menge neues Zeug hier. Und das ist so teuer. So, Eisen 5, ja. Wollen wir auch gleich ausrüsten. Nee, wollen wir nicht verkaufen. Und das ist dann auch nochmal ein bisschen besser. Ja, kaufen. Ja, nee, Eisen 5 wollen wir nicht verkaufen. So, Yosuke bekommt das Gift-Kunai. Angriff geht runter, Treffergenauigkeit geht aber hoch. Ja, aber ausrüsten tun wir das nicht. Geringe Chance, die Gegner zu vergiften. Aber Angriff ist halt fast 20 Punkte niedriger, ne? Ich weiß nicht, ob sich das... ob sich das so lohnt. Schildstiefel machen auch weniger Angriff. Ja, aber wollen wir nicht ausrüsten? Nee. Plus 2 Ausdauer. So, für Yukiko gibt es noch nichts Neues. Rüstungen. Ja, da haben wir natürlich jede Menge neues Zeug. So, wir kaufen mal einmal die kugelsichere Weste. Nee, ausrüsten wollen wir die nicht. Und das hier, ja, das ist besser. Ja, wollen wir auch ausrüsten. Überlebensrüstung verkaufen, nee. So, Yosuke bekommt auch das Leon Happy. Ja, wir wollen es ausrüsten, natürlich. Ich komme hier schon ganz durcheinander. Oh, und für Chie haben wir die bezaubernde Robe. Ja. Ja, ausrüsten. Überlebensausrüstung können wir eigentlich verkaufen. Wir haben die... wir haben die doppelt, ne? Ich guck mal kurz, ob wir hier bei den Waffen und bei den Rüstungen irgendwas doppelt haben, was wir verscherbeln können, damit wir noch genug Kohle haben, um auch Yukiko das zu kaufen. Aber ich glaube, das wird nichts. Ich könnte einen Lebensstein verscherbeln. Dann hätten wir auf jeden Fall genug Geld. Diamantschild. Ah, das ist schwer. So, reicht das jetzt, damit wir auch Yukiko die Rüstung kaufen können? Ja. Spitzenbluse verkaufen? Nein. Auf keinen Fall.
Ah, jetzt sind wir wieder arm, wie eine Kirchenmaus hier. Mann. Okay. So. Ich glaube, mehr können wir jetzt hier auch gar nicht machen. Dann können wir zurück in die Schule und schauen, dass wir mit irgendjemandem lernen. Ja. So, wo wollen wir hin? Shoppingviertel verlassen. Zurück zur Schule. Mit wem lernen wir denn? Mit Yosuke oder mit Chie? Ich würde das jetzt abhängig von meinem Social-Link machen. Yosuke haben wir auf Rang 3, Chie auf Rang 1. Dann hat sich's entschieden. Wo kommen wir denn in unseren Klassenraum? War das hier? Nee. Ja, super. Wir speichern mal kurz. Oh, Uniko. Ich bin ja so froh, dass es Yukiko gut geht. Wollen wir lernen? Ja. Ja. Gehen wir in die Bibliothek. Machen wir. Yasugami Hai, Bibliothek, du hast mit Chie gelernt. So funktioniert das also. Erst dieser Schritt und dann der. Und dann so, oder? Ich hab's kapiert. Danke, dass du mir geholfen hast, Uniko. Zusammen mit Chie hast du effektiver gelernt. Dein Wissen hat sich stark erhöht. Durch das gemeinsame Lernen hat sich eure Bindung vertieft. Da du Lernen für Experten fertig gelesen hast, lernst du effizienter. Dein Wissen hat sich erhöht. Du spürst, dass eure Beziehung bald enger wird. Nice. An Inaba Credit Union ATM to the north of town was destroyed today by an earth mover. And all cash inside was stolen. Im Norden der Stadt wurde heute ein Geldautomat der Inaba Credit Union mit einem Bagger aufgebrochen und ausgeraubt. The vehicle, which was abandoned at the scene, had been reported stolen by a local contractor. Der Bagger war von einem Bauunternehmer als gestohlen gemeldet worden. Er wurde am Tatort zurückgelassen. Since the culprit was able to act quickly before the security guards arrived on the scene, the police have... Da der Täter bereits verschwunden war, bevor das Sicherheitspersonal eintraf, hat die Polizei nun... Dad's late. Oh, Papa kommt zu spät. Hello, Dad? Hallo, Papa? Yeah, I'm okay. Ja, mir geht's gut. Yeah. Yeah. Ja, ja. Okay. All right. Alles klar. He said to give you the phone. Ich soll dir das Telefon geben. He can't take those days off. Er kann keinen Urlaub machen. Oh. Hello. Sorry, but I'm gonna be late tonight. Make sure you lock up before you go to sleep. Hallo, tut mir leid, aber ich komme heute spät nach Hause. Schließ bitte ab, bevor du schlafen gehst. About that time off on the 4th and the 5th, one of the younger guys got sick. Und wegen des Urlaub am 4. und 5. einer von den jüngeren Detectives ist krank geworden. And, well, that case he's handling, we can't just let it sit. Looks like I'm the only one who can take over for him. Und naja, wir können seinen Fall nicht einfach liegen lassen und ich muss wohl für ihn einspringen. Ist doch ätzend. Arme Nanako. Sorry to spring this on you all of a sudden. Tut mir leid, dass ich dich damit überrumple. How's Nanako holding up? Wie geht's Nanako? Would you mind comforting her for me? Kannst du sie vielleicht Thanks. Trösten? Danke. All right then. See you. Okay, bis bald. Der macht es sich einfach. Ich meine, ich verstehe schon, dass sein Job wichtig ist, ne? Aber... Ah, Mann ey. Nanako ist wieder in ihr Zimmer gegangen. Dir ist eingefallen, dass am Montag nächste Woche eine Prüfung ist. Lernen? Du hast den Kühlschrank geöffnet. Da liegt eine verschrumpelte Essiggurke in einer Plastiktüte. Essen?
Also im wahren Leben würde ich das jetzt nicht tun, aber ja. Die schmeckt richtig gut. Dein Mut hat sich stark erhöht. Dein Mut hat sich von zuverlässig auf tapfer geändert. Allerdings, du fühlst dich nicht gut. Du gehst früh schlafen. Na toll. Ich dachte, sie hat gut geschmeckt. Was soll das? Heute ist der Tag der Verfassung, deshalb hast du schulfrei. Du fragst dich, wann die nächste Regennacht kommt. Wir könnten den Wetterbericht gucken, dann wüssten wir es. Oh, morning. Oh, guten Morgen. Nanako schaut wie üblich fern. Es ist noch jemand anders da. Oh, Chie besucht uns. Oh, cool, you're home. Oh, cool, du bist zu Hause. Hey, if you're free today, wanna go somewhere? Yukiko's coming too. Hey, wenn du heute Zeit hast, wollen wir was unternehmen? Yukiko kommt auch mit. How about you, Nanako-chan? Wanna come? Was ist mit dir, Nanako-chan? Willst du mitkommen? Ja, komm doch mit. Huh? I can come? Wie, ich darf mit? Ja, natürlich. Of course you can. Klar darfst du mit. Du nimmst Nanako mit zu deinem Treffen mit Chi und den anderen. Da freut sie sich doch. Junes, Food Court. Ihr trefft euch mit Yosuke, der noch arbeitet, und Yukiko, die im Gasthaus schon fertig ist. Why'd you bring poor Nanako-chan to a place like this on Golden Week? Warum nimmst du denn in der Golden Week die arme Nanako-chan ausgerechnet hier mit her? Where else is there to go? Wohin soll er denn sonst gehen? I love Junes. Ich liebe Junes. Nanako-chan. Nanako. But we're supposed to go on a real trip somewhere. Eigentlich wollten wir einen richtigen Ausflug unternehmen. We were going to make boxed lunches. Wir wollten Bentos mitnehmen. Wow, you can make boxed lunches, Nanako-chan? Wow, du kannst Bentos zubereiten, Nanako? Oh, so you're the family cook? Pretty impressive, big bro. Oh, du kochst also für die Familie, nicht übel, Bruderherz. Big bro. Bruderherz. Whoa, you can cook? Well, you do seem to be great with your hands. Never mind. Boah, du kannst kochen. Naja, du hast geschickte Hände. Vergiss es. I'm a pretty good cook too, you know. Probably. Ich kann auch ziemlich gut kochen, Leute. Wahrscheinlich. If you'd asked, I would have whipped up some boxed lunches. Easy as pie. Yeah. Wenn ihr mich gefragt hättet, hätte ich problemlos ein paar Bentos zaubern können. Kinderspiel, ja. Let me think about no. Mal überlegen, nein. What makes you think I can't cook? Let's have a cook-off and see for ourselves. Warum glaubst du, dass ich nicht kochen kann? Veranstalten wir einen Kochwettbewerb, dann wirst du es ja sehen. My, doth the lady protest too much? And hey, I never said I cooked. Hui, getroffene Hunde bellen, oder? Wie geht der Spruch? Und hey, ich habe nie gesagt, dass ich kochen kann. But I have this weird feeling, like I'd win anyway. Aber ich habe so das komische Gefühl, dass ich trotzdem gewinnen würde. I can understand that. Ja, das verstehe ich. What the? Yukiko! Was zur Yukiko? Here, Nanako-chan can be our judge. Hey, Nanako-chan kann die Jury machen. I bet we'll make something that ranks up there with your mom's cooking, Nanako-chan. Wir kochen sicher mindestens genauso gut wie deine Mutter, Nanako-chan. Oh, das ist jetzt ein schlimmes Thema. I don't have a mom. She died in an accident. Genau. Ich habe keine Mutter. Sie ist bei einem Unfall gestorben. Hey, Yosuke. Hey, Yosuke. I see. Verstehe. Sorry. I didn't know. Sorry, das wusste ich nicht. It's okay. Ist schon okay. Even if I don't have a mom, I have dad with me. Ich habe zwar keine Mutter, aber ich habe ja Papa. And now I have a brother too. Und jetzt habe ich auch einen Bruder. And I'm having a lot of fun today. I love Junes. Und ich habe heute richtig viel Spaß. Ich liebe Junes. Yeah? That's good. Ja, dann ist ja gut. We'll play with you anytime you want, Nanako-chan. Wir spielen immer gerne mit dir, Nanako-chan.
Yeah, we should hang out more often. Ja, wir sollten öfter abhängen. Mich irritiert gerade... Come on, Nanako-chan. Let's go get a soda. Komm, Nanako-chan, holen wir dir eine Limo. Schaut euch doch mal an, wie Chi da sitzt. Ja, das ist... Erstmal ist das wieder diese ungesunde Körperhaltung und dann das linke Bein, also das, was nicht vorne ist, sondern das hintere, das sieht ein bisschen komisch aus, oder? Er ist wirklich sehr eigenartig. Okay. Okay. She's a strong girl. Sie ist echt stark. Yeah, she makes me feel like I'm the little kid here. Ja, da komme ich mir vor, als wäre ich hier das kleine Kind. That's it. I'm gonna go get something for Nanako-chan too. Ich habe eine Idee. Ich gehe Nanako-chan auch was holen. Jetzt lasst ihr mich hier alleine oder was? Do you want something too? Willst du auch was? Nanako lächelt dich sorglos an. Du spürst den Keim der Bindung zwischen dir und Nanako. Du bist ich und ich bin du. Du bist eine neue Bindung eingegangen. Sie bringt dich der Wahrheit näher. Du bist gesegnet, wenn du Personas mit dem Arcana Gerechtigkeit erschaffst. Du hast den Social Link Nanako Dojima des Arcanas Gerechtigkeit errichtet. Du erlangst einen EP-Bonus, wenn du Personas des Arcanas Gerechtigkeit fusionierst. Wanna share some takoyaki? Wollen wir uns Takoyaki teilen? Na klar, was immer das auch ist. Du hattest eine schöne Zeit mit Nanako und deinen Freunden. Oh, schon abends. Ich habe gedacht, wir können noch ein bisschen mehr machen. Heute war ein schöner Tag, oder? Du hast Nanako um Erlaubnis gebeten und auf den Wetterbericht umgeschaltet. Es regnet Samstag erst. So. Dich lacht nichts an. Wir könnten jetzt theoretisch nochmal rausgehen, aber... Ja... Lernen wir jetzt ein bisschen oder lesen wir noch ein Buch? Wir haben noch Einsteigerangeln, aber das brauche ich eigentlich nicht unbedingt. Die Prüfung steht bevor. Wenn du bei der Prüfung gut abschneidest, wirst du in deiner Klasse womöglich bekannter und beliebter. Willst du lernen? Ja. Alternativ könnten wir noch unserer Arbeit nachgehen. Würden wir 1000 Yen verdienen. Du beschließt zu lernen. Dein Wissen hat sich erhöht. Da du Lernen für Experten fertig gelesen hast, lernst du effizienter. Dein Wissen hat sich erhöht. Dein Wissen hat sich von bewusst auf informiert geändert. Sehr schön. Da haben wir schon das zweite Körperattribut gesteigert. Allein in dieser Folge. Heute ist der Tag des Grüns. Deshalb hast du schulfrei. Du fragst dich, wann die nächste Regennacht kommt. Was möchtest du heute tun? So. Keiner ruft an. Gehst du raus? Ich kann aufs Haus aufpassen. Erstmal speichern wir hier wieder, ne? So. Und dann gehen wir raus, ja. Bis abends rausgehen. Ja, was sollen wir sonst tun? Vor dem Haus steht ein Roller, den können wir leider nicht benutzen. Da hinten fährt jemand Fahrrad. In die Stadt gehen, ja. Ich guck mal einmal kurz bei der Schule vorbei. Das Tor ist verschlossen, die Schule ist geschlossen. Ja, okay. Dann ab ins Shoppingviertel. So, Marie und Chie würden Zeit mit uns verbringen. Bei Chie weiß ich, da können wir den Social Link auf jeden Fall steigern. Ich würde die Begegnungen auch immer danach auswählen, welchen Social Link wir am niedrigsten haben. Was bist du denn für einer? Da hängt ein Zeit... Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte mit dem hier sprechen. Ich habe vor einer Weile eine Biker-Gang auf der Straße gesehen. Das war mitten in der Nacht. Ich will ja der Motorrad-King von Inaba werden. Da war es echt faszinierend, mal diese wilde Seite zu sehen. Findest du nicht, dass ein Mann auch beim Motorradfahren würdevoll aussehen sollte?
Der Motorenlärm nervt. Aber davon träumen echte Männer doch. Andererseits ist Lärmbelästigung ein echtes Problem. Ja. Vom Insektenfang kriegt man richtig Durst. The Natural wäre jetzt toll, aber mein Taschengeld ist schon weg. Okay, wir geben ihm natürlich wieder einmal The Natural. Haben wir wieder einen Marienkäfer bekommen. So, dann schauen wir uns mal unsere Social Links an. Also Chi war auf Rang 1 und Marie haben wir auf Rang 2. Dann machen wir ein bisschen Zeit mit Chi hier heute. Oh, Unico, ist der nicht cool? Wie er glänzt und dieses Design, den Helm will ich haben. Chi hat wohl gerade nichts zu tun. Weil du Nata Taishi hast, eine Persona des Arcanas Wagen, könnt ihr eure Bindung vertiefen. Du spürst, dass sich deine Beziehung zu Chi bald verbessern wird. Den Tag mit Chi verbringen? Ja, natürlich. Dann komm mit. Ja, let's go! Chi freut sich. Samegawa Flussufer. Das sieht nach einem guten Platz aus. Du weißt doch, fürs Training. Ich muss meine Tritte üben, sonst helfen sie mir nicht im Kampf. Ich wollte zu Hause trainieren, aber Mama und Papa wurden sauer, als ich ein Loch in die Shoichi gekickt habe. Okay, jetzt hätten wir aber Zeit zum Trainieren, oder? Genau. Ja! Du bist einverstanden? Chi sieht richtig glücklich aus. Also, trainieren wir zusammen. Nicht? Einverstanden. Hooray! Yippie, danke, Unico. Chi sieht richtig glücklich aus. Schon wieder. Dieses Ding, weißt du noch von damals? Der Schatten, der aus mir rauskam? Ich fühle mich erbärmlich, weil ein anderes Ich in mir lebt. Deshalb muss ich härter trainieren. Alright! Okay, auf geht's. Unter uns, wir beide werden unaufhaltsam sein. Und so beginnt dein Training mit Chi. Du spürst, dass sich deine Beziehung zu Chi vertieft hat. Rang 2 erreicht. Sehr schön. Der Social Link Chi Satonaka hat Stufe 2 erreicht. Deine Macht Personas des Arcanas Wagen zu erschaffen ist gewachsen. Die Entwicklung von Chi in Herzensdingen beeinflusst auch ihre Persona. Tomoe hat Rebellion gelernt. Okay. Heute starten wir mit Froschsprüngen. Komm schon, probier mal. Laters. Du hast eine Weile mit Chi trainiert und sie dann einen Teil des Weges nach Hause begleitet. Willkommen zurück. Wow. Eine schwere Frage. Nanako ist in die Quizstellung vertieft. Du solltest sie nicht stören. So, uns lacht nichts an. Wir könnten jetzt lernen und arbeiten. Oder wir gucken mal, ob wir in der Stadt irgendwas machen können. Auf jeden Fall können wir hier, glaube ich, ein paar Edelsteine eintauschen, ne? Haben wir da schon was? Ah, jetzt verstehe ich das. Okay. Nee, wir können hier tatsächlich noch gar nichts tauschen. Warst du schon mal im Schrein am Ende der Straße? Dort ist es abends so einsam, dass es schon echt gruselig ist. Nur während der Sommerfeste steppt dort der Bär. Dort soll es sogar Geister geben, aber der Schrein kann einem auch viel Glück bescheren. Ich habe es der Schreingottheit zu verdanken, dass dieser Laden überhaupt noch läuft. Deswegen bete ich dort ab und zu und lege dort die Steine ab, die ich gesammelt habe. Du solltest auch mal hingehen. Ich bin davon überzeugt, dass die Schreingottheit dich mit Glück segnen wird. Hm? Hast du ein Geschenk für meinen Liebling? Ja. Hier ist eine kleine Aufmerksamkeit, okay. Wir haben den wertvollen Tatsuhime Marienkäfer in Brotkrümel verwandelt. Schauen wir mal kurz beim Schrein vorbei. In der Stadt ist ja hier sonst auch keiner da. Nö.
So. Vielleicht solltest du beten. Machen wir mal. Du besinnst dich und faltest die Hände. Dir fällt ein, dass du dein Buch noch nicht fertig gelesen hast. Du könntest zu Hause ein wenig lesen. Ja, könnten wir theoretisch. Das stimmt. Zurück nach Hause. So, also lesen, lernen oder arbeiten. Das ist jetzt hier die Frage. Einsteiger angeln. Ja, komm, machen wir mal. Vielleicht kriegen wir das Buch auch noch fertig, bevor die nächsten Bücher rauskommen. Du beginnst Einsteigerangeln zu lesen. Der Autor empfiehlt Anglerneulingen auch dann nicht aufzugeben, wenn nach mehreren Stunden nichts anbeißt. Willensstärke scheint für Angler sehr wichtig zu sein. Einige Seiten von Einsteigerangeln sind noch übrig. Du beschließt sie dir für später aufzuheben. So, Donnerstag. Du hast heute nichts vor. Du gehst heute an einen Ort, an dem du noch nie gewesen bist. Und zwar zuerst hierhin. An dem du noch nie gewesen bist. Also im Schrein beim Shoppingviertel waren wir schon. In der Lebensmittelabteilung in Juness waren wir da auch schon? Nee, ne? Ja, so Inaba Station, da sind wir ja am Anfang gewesen. Gehen wir mal in die Lebensmittelabteilung. Warum auch immer. Hier gibt es nichts, was du brauchst. Einen Snack kaufen. Du kaufst lange Kroketten. Du gehst auf dem Rückweg zum Schrein im Shoppingviertel. Lange Kroketten erhalten. Hier ist niemand. Der verstaubte Schrein ist in keinem guten Zustand. Du gehst nach Hause. Ja, was war denn das für ein Tag hier heute? Du spürst, dass jemand dich beobachtet. Seltsames Tier. Plötzlich taucht ein seltsamer Fuchs vor dir auf. Ob er wohl beim Schrein lebt? Der Fuchs starrt dich an. Du siehst ein Elmer in seiner Schnauze. Der seltsame Fuchs legt das Emma in deine Hand ab. Darauf steht, bitte hilf, damit Opas Beine heilen. Kaita. Auf dem Emma wurde ein Wunsch niedergeschrieben. Warum hat der Fuchs es dir gegeben? Als du es dir genauer ansiehst, fällt dir ein ungewöhnlich geformtes Blatt auf, das auf der Rückseite des Emmas klebt. Dieses Blatt gehört nicht zur örtlichen Flora. Hat dieser seltsame Fuchs irgendwas damit zu tun? Oh, euch junge Leute sieht man hier nicht jeden Tag. Kaum jemand kommt noch hierher. Manchmal komme ich hier vorbei und putze ein wenig, aber jetzt tun mir meine Beine weh und ich schaffe es nicht mehr. Ich habe versucht, diesen Ort wieder schön zu machen, aber dafür fehlt mir das Geld. Nun, dann werde ich ihm meinen Respekt erweisen. Wenn meine Beine nicht heilen, kann ich mich nicht um den Schrein kümmern. Und ich werde Kaita nicht mehr besuchen können. Er ist mein Enkel, weißt du? Du fragst dich, ob das derselbe Kaita ist, der den Wunsch auf dem Emma schrieb. Auf dem Emma stand, bitte hilf, damit Opas Beine heilen. Hm, was ist denn da in deiner Hand? Ist das etwa dieses Blatt? Das ist es. Damals hat mir meine Oma beigebracht, dass ein solches Blatt die beste Schmerzmedizin der Welt ist. Ach, die Erinnerungen. Wie ist das in deine Hände gekommen? Ich hätte nicht gedacht, dass man das in den hiesigen Bergen noch findet. Bitte, junger Mann, würdest du mir dieses Blatt geben? Du gabst dem alten Mann das Blatt, das auf der Rückseite des Emmas klebte. Oh ja, ja, das ist es. Gut, dann wollen wir mal sehen. Der alte Mann klebt sich das Blatt an sein Bein. Oh ja, ich spüre es. Es wirkt. Herrlich. All der Schmerz, den ich seit Ewigkeiten spüre, wie weggeblasen. Hm? Ich habe mich noch nie besser gefühlt. Du hast mir wirklich geholfen, junger Mann. Ich bin dir so dankbar. Jetzt kann ich endlich meinen Enkel besuchen gehen. Aber erst danke ich dem Schrein, dass er uns zusammengeführt hat. Oh, du staunst über die wundersame Heilung. Das Blatt hat seine Schmerzen gelindert und ihn revitalisiert. Der Fuchs schaut mit zufriedener Miene aus seinem Versteck zu. Er scheint zu verstehen, dass der Wunsch auf dem Emma erfüllt wurde.
Der Fuchs blickt in die Münzbox, so als würde er ihren Inhalt prüfen. Er scheint sogar zu verstehen, dass der Schrein eine Spende erhalten hat. Vielleicht hast du das Emma mit dem Blatt für genau diesen Zweck erhalten. Der Fuchs scheint dich zu mögen. In seiner Schnauze trägt er ein paar der Blätter, die du dem alten Mann gabst. Er hat viele dieser geheimnisvollen Blätter mit Heilkraft gesammelt. Der Fuchs schaut freudig zu dir auf. Will er etwas von dir? Der Fuchs zeigt dir einen Blätterhaufen. Was für eine seltsame Begegnung. Du spürst den Keim der Bindung zwischen dir und dem Fuchs. Du bist ich. Und ich bin du. Du bist eine neue Bindung eingegangen. Sie bringt dich der Wahrheit näher. Du bist gesegnet, wenn du Personas mit dem Arcana Eremit erschaffst. Du hast den Social Link Fuchs des Arcanas Eremit errichtet. Du erlangst einen EP-Bonus, wenn du Personas des Arcanas Eremit fusionierst. Wo findet er solche wundersamen Blätter? Wie hilfreich wäre es wohl, so einen Helfer in der anderen Welt dabei zu haben? Kann er deine Gedanken lesen? Der Fuchs deutet auf die Münzbox. Bietet er seine Dienste für einen Preis an? Der seltsame Fuchs wird dir ab jetzt bei der Suche helfen. Allerdings scheint er für seine Dienste eine Bezahlung zu verlangen. Du hast das Emma zum Schrein zurückgegeben und bist nach Hause gegangen. Es wird schon spät, du gehst nach Hause. The prime suspect in yesterday's ATM robbery in northern Inaba was arrested earlier today. Im Fall des Geldautomatenraubs in Nord-Inaba hat die Polizei heute einen Verdächtigen verhaftet. The alleged thief is Pomena Sushin, a 26-year-old former employee of the company which reported the stolen vehicle. Es handelt sich um Pomena Sushin, einen 26-jährigen Ex-Mitarbeiter des Bauunternehmens, das den Bagger als gestohlen gemeldet hatte. According to the police investigation, Pomena Sushin was... Der Polizei zufolge hat Pomena Sushin... I'm home. Ich bin zu Hause. Ugh. How many days is he gonna call in sick? These rookies lately sure are... Wie oft will der sich noch krank melden? Diese jungen Leute heutzutage sind wirklich... Welcome back! Willkommen zurück. Nanako, I'm sorry I broke my promise again. Nanako, es tut mir wirklich leid, dass ich mal wieder nicht Wort gehalten habe. Oh, my big bro and his friends played with me instead. Oh, mein Bruderherz und seine Freunde haben stattdessen mit mir gespielt. I see. Oh, danke. Oh, that's a Juness bag. What's in it? Hey, das ist ja eine Juness-Tüte. Was ist da drin? Good eye. Well, today is Children's Day. Na, gut beobachtet. Naja, heute ist Tag des Kindes. So I brought you a present. Also habe ich ein Geschenk für dich. Oh, ein T-Shirt. It took me a while to decide what to get you. You like it? Ich musste lange überlegen, was ich dir schenken soll. Gefällt es dir? Wow, there's a picture on the front. That's so funny. Wow, yay! Da ist was drauf. Das ist lustig. I got you one too. Not that you're still a child or anything, but fair is fair. Für dich habe ich auch was. Du bist zwar kein Kind mehr, aber das wäre ja sonst unfair gewesen. Es ist eine Badehose mit einem ziemlich merkwürdigen Design. Vielen Dank. Don't mention it. Gern geschehen. I thought you might need one soon. Ich dachte mir, dass du bald eine brauchst. Well then, let's eat. Okay, dann essen wir mal. Du verbringst einen gemütlichen Abend mit den Dojimas. So. Das Meer ist zu weit weg, aber wir haben einen schönen Fluss in der Stadt.
Du wirst im Sommer bestimmt mal darin baden. Du kannst sie dann tragen. Okay, uns lacht nichts an. Dann speichern wir mal. So. Was machen wir jetzt? Wir können lernen, wir können arbeiten, wir können das Buch weiterlesen. Das haben wir ja nur schon angefangen. Einsteiger angeln lesen, ja. Du beschließt, Einsteiger angeln weiterzulesen. Der Autor empfiehlt Anglerneulingen auch dann nicht aufzugeben, wenn nach mehreren Stunden nichts anbeißt. Willensstärke scheint, ja, das kennen wir schon. Einige Seiten sind noch übrig. Wir beschließen, die für später aufzuheben. So, Freitag. Yo! Yo. Damn it, I just fixed this thing. It's making Verdammt. Squeaking sounds again. Ich habe dieses blöde Ding doch gerade erst repariert. Jetzt quietscht es schon wieder. Könnte Karma sein, ist echt ganz schön laut. Vielleicht brauchst du ein neues. Huh? Was? Yeah. Ja. Hey, by the way. Hey, übrigens. I'm sorry about the other day. You know, about what I said to Nanako-chan. Tut mir leid wegen neulich, du weißt schon, was ich zu Nanako gesagt habe. After hanging out with Nanako-chan, I feel even stronger that we have to solve this case. Nach dem Tag mit Nanako-chan bin ich noch heißer darauf, diesen Fall zu lösen. Danke. Yeah, let's give it all we got. Ja, hängen wir uns voll rein. You know, Chie and Yukiko seem different lately. They're a lot closer. Weißt du, Chie und Yukiko wirken in letzter Zeit irgendwie anders. Sie stehen sich viel näher. Oh yeah, I was just curious, but are you... Never mind, you know, if we keep chatting, we're gonna be late. Ach ja, ich war nur neugierig, aber bist du... Nee, egal, wir müssen los, sonst kommen wir zu spät. Man, school's such a chore. And now my bike's messed up too. Ah, Mann, die Schule nervt. Und jetzt ist auch noch mein Fahrrad kaputt. The roads are much wider here than in the city, so I keep speeding. I guess that did it. Die Straßen sind hier viel breiter als in der Stadt, deswegen rase ich immer. Daran liegt's wohl. Oh well, until I get my motorcycle license, I'll just have to walk. Naja, bis ich meinen Rollerschein habe, muss ich wohl einfach zu Fuß gehen. Das ist das richtige Thema. What's up? Hey, was geht ab? Wenn du nach der Schule ein bisschen Zeit hast, lass uns was zwischen die Kiemen schieben. Du könntest nach der Schule mit Yosuke abhängen. Oh, Chi, auch noch. Yo! Yo, was geht ab? Hey, wenn du nach der Schule Zeit hast, wollen wir zusammen abhängen? Denk darüber nach, ja? Du könntest nach der Schule mit Chi abhängen. Oh, why do the holidays have to end so fast? Ja, warum sind die Ferien immer so schnell wieder vorbei? At least they were peaceful. Wenigstens war es ruhig. I listened in on the housewives gossiping at Juness. But it doesn't seem like anything happened. Ich habe mir den Hausfrauentratsch bei Juness angehört, aber anscheinend ist nichts vorgefallen. And I haven't heard anything about someone disappearing suddenly either. Und ich habe auch nicht gehört, dass irgendjemand verschwunden ist. Do you think Yukiko could have been the last of the victims? Glaubst du, Yukiko war vielleicht das letzte Opfer? Nee, es ist noch nicht vorbei. Hmm. I don't know. Ich weiß nicht. But we shouldn't relax as long as the culprit remains at large. Aber wir dürfen nicht nachlassen, solange der Täter noch auf freiem Fuß ist. I wonder. Will someone show up on TV again if it rains? Obwohl wieder jemand im Fernseher erscheint, wenn es regnet? We only knew a little more about who the killer might be. Wenn wir nur irgendwelche Hinweise hätten, wer der Killer sein könnte. Eh, it's no good fretting over it now. If someone does show up on the Midnight Channel, then we'll deal with it. Es hilft nichts, sich den Kopf darüber zu zerbrechen. Wenn jemand im Midnight Channel auftaucht, greifen wir ein. It's supposed to start raining soon, but I hope this weather holds through next week. Es soll bald anfangen zu regnen, aber ich hoffe, dass das Wetter noch bis nächste Woche hält. You know, midterms. Ihr wisst schon, die Zwischenprüfungen. You had to go and bring that up. I don't want to think about it. Ah, musst du das unbedingt erwähnen? Ich will gar nicht daran denken. I wish I had Yukiko's gift for studying. Warum habe ich kein so gutes Gedächtnis wie Yukiko? Hey, Yosuke! Why don't you have Yukiko go over some of the material with you? Hey, Yosuke, du könntest doch mit Yukiko lernen. Hm? Oh, that's right. Yukiko's ranked at the top on every exam. Hm, oh, stimmt. Yukiko hat immer nur gute Noten. Maybe I should ask her for some private lessons. Vielleicht kann sie mir ja Nachhilfe geben, Einzelunterricht. Private lessons? Einzelunterricht?
Huh? What's wrong? Was denn? Ow! What was that for? I'm just asking you to help me study. Au, was sollte das? Ich wollte doch nur, dass du mir beim Lernen hilfst. Oh, I'm sorry. You were talking about studying. Oh, tut mir leid. Du hast vom Lernen geredet. I thought it might have been an off-color joke. Arian has had some strange visitors lately. Ich dachte, das soll ein zweideutiger Spruch sein. Wir haben in letzter Zeit ziemlich komische Gäste im Gasthaus. If you thought it was a joke, then just shrug it off. Wenn du dachtest, dass es ein Witz ist, dann ignorier es doch einfach. Sorry, my hand moved without thinking. Entschuldige, meine Hand hat sich einfach von ganz alleine bewegt. Jeez. Mann. Thanks a lot, Chie, for bringing up the whole studying thing. Vielen Dank auch, Chie, dass du damit angefangen hast. What did I do? Was hab ich denn gemacht? You're the one who made it sound creepy and wrong. Private lessons, huh? Du hast es doch so komisch klingen lassen. Einzelunterricht, was? What? Then it's mostly my fault? Dann ist es also meine Schuld? Oh, I should start heading home. Oh, ich gehe lieber nach Hause. So, der Unterricht ist für heute vorbei. Dir bleibt keine andere Wahl, als auf die nächste Regennacht zu warten. Alles klar. Wir werden jetzt das Spiel speichern. Und dann werde ich die Folge an dieser Stelle beenden. Ja, wir gucken dann mal in der nächsten Folge, was wir machen. Chi und Yosuke wollen ja Zeit mit uns verbringen, aber wir gucken vorher, ob es hier noch andere Sachen zu erledigen gibt. Ich bedanke mich bei euch wieder fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.